So. Jetzt ist für mich nur die Sache, was war jetzt eigentlich hier drin? Eiserz, Eisenerz. Sehr schön. Eisenerz. Ja. Mache ich eine Seite gleich für das Kupfer noch? Ich glaube, ja. Das nehmen wir mal raus. Sagen hier Kupfer 1000. So, sehr schön. So, na da. Was wird jetzt hier rausgeschmissen? Das auch. Aber wir bräuchten hier noch die Produktivitätsmodule oder so. Der kommt schon wieder, okay. Müssen wir jetzt auch mal gucken, dass wir die auch noch mit rauswerfen. Weil wenn, dann will ich schon das komplette Erz haben. Soll dann nach und nach gebaut werden. Halt rein. Im Prinzip das Speed-Modul hatte ich die in meiner Abfall nicht wirklich mit drin. Wenn ich hier Speed-Modul reinmache, hier, das stört ja nicht, ehe die so weit kommt. Ja, die genug Spielraum erstmal. Hoffe ich. Das Teil muss weg. Heißt Speed-Module. Speed-Module sind genug drin. So. Auch an der Stelle sind jetzt hier drin 100 und 125, das passt. Lampe, 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 Lampe. Habe ich. Ist ja keine Einschalampe dabei. Naja. Gut. Habe ich das mit drinne? Und jetzt haue ich hier ein Beispiel für mich mal hin. Eigentlich kann ich es hier machen. So. Wie habe ich denn das da eigentlich gemacht? Passive. Alles klar. Ja. Dich lassen wir jetzt wieder hier in Kurven, denn ich glaube, dass ich, bis du wieder soweit bist, hier alles voll geklatscht habe.
So, dieses ganze Konstrukt hier muss jetzt weiterhin so gebaut werden, dass sich das hier Gott verflucht. Beschneidet sich denn hier was? Was? Ah, verstehe, ist im grünen Bereich. Okay. Die Logistiker sind. Okay, alles gut. So, die haben uns hier auch gleich mal. So hin. Nee. Mist. Nein. Nein. Genau das wollte ich nämlich nicht. So, okay. Wenn die soweit leer gelaufen sind, sollte es ja funktionieren. Jetzt muss man hier bloß noch ein paar hinhauen, damit sich das hier nicht so staut. Aber das war ja schon fast zu erwarten, dass das nicht so ganz hinhaut, wie ich das gerne hätte. So. Auch an der Stelle. So. Damit ich mal noch gucke, bei mir war so, als würde der auch der Supportzug. Ja, scheiße, und da war es nämlich. Wenn wir die Schiene bringen, dann bringen sie mir doch. Was ist denn das beschissene Problem? So. Das ist der Supportzug, den manuellen wir jetzt mal. Denn ich muss hier wirklich mal gucken. Okay, der hat das da weiter vorne. Alles klar. Weil hier müsste der eigentlich den Einstieg haben, genau. So, und hier sagen Anforderungen. Erstmal davon 1000. Okay. In der Kohle auch erstmal 1000, falls man da irgendwelche Steine abbaut, die das haben. Und genauso der Stein. Sobald ich dann
Ach, die Erzfelder drumherum aufbohre, brauche ich dann natürlich mehr von. So, das mal zeigen. Ist klar. So, wie viele haben wir jetzt hier drin? Schon 600 und die laufen einfach wie Bolle. So. Ich laufe jetzt mal zurück und versuche mal diese ganzen Versprengten mit reinzuholen oder mich zu beliefern lassen. Dass jemand weniger von diesen kein Platz im Inventar, Lage bei uns kommt. So, zack. Das Blöde ist, man kommt immer nicht an die ran. Also, wenn ihr mir sagen könntet, wie man jetzt an diesen Schwebenden da rankommt, wäre Bombe. So. Weil ich muss jetzt hier zwei dafür abbauen. Ein paar Logistiker einsammeln. Das finde ich halt ein bisschen kacke gemacht eigentlich. So, jetzt ist da unten noch einer, der keinen Fahrschein hat. Sogar zwei. Mehr. So, zack. Den wieder hingesetzt. Und die drei auch wieder raus. So, zack. Ich laufe jetzt hier hin und hier hin. Einmal quer durch die Walachei. Einfach aus dem Grunde, weil ich jetzt fast alle. Aua. Kurze Umdisponierung des Ganzen. Ja, verflixt. Hat sich gut gemeldet. Und hier oben das noch nicht mit reingebracht. Sollten wir dann auch gucken, dass wir das hier mit reinbringen. Vor allen Dingen, wenn wir dann dort oben Artilleriegeschütze hinbauen. Spätestens dann wird es zwingend notwendig. So, zack, wieder rein mit dir. Und der einfach halber. Hier, zack. Und zack. So. Weil wir haben ja hier den einen Supportzug. EZL ein. EZL ein. Zwanzig Sekunden Inaktivität. So, dasselbe machen wir mit dem Erzfeld 03. Volles Inventar oder Inaktivität 20 Sekunden. So. Zack.
Mal sehen, wie der jetzt gleich zum EZL hochfährt. Wenn nicht EZL, sondern ihr wisst schon wo. Ja, der muss natürlich jetzt erstmal auch sich da mit Modulen betanken, damit es richtig vonstatten gehen kann. Aber hier ist alles gebaut. Sehr schön. Schön. Und hier drei. Holla, die Waldfee, Leute. Das geht so aber nicht. So. Weiter noch zu fahren. Fährt nämlich jetzt auch schon ein ganzes Stück. Und das ist der Punkt. Irgendwann fährt er halt ziemlich lange. Deswegen muss er jetzt Minimum ein zweiter Zug drauf. Wenn nicht sogar ein dritter. Und da muss ich mir noch überlegen. Auf jeden Fall ein zweiter. Sehr schön. Und schon geht ihm heute wieder los. Sehr gut. Das läuft also. Eine Runde durch die Base. Okay, perfekto. Das sind 5, 6, 7, 8, heißt, ich brauche noch 3. Na gut, dann halt so. Zack, 3, 6. So, wo fährt er? Der kommt gerade. Sehr schön. So, zack, nächster Zug auf der Strecke. Was hat der hier? Der liefert auch noch mal rudimentär. Man müsste da noch mal umbauen. Wenn ich eh schon mal hier bin, mache ich das auch gleich. Zack, einmal so, einmal so, zack, damit ist er auch vollständig abgedeckt, läuft.